Jetzt geht's gleich los mit der Pressekonferenz. Die Trainer präparieren sich noch, aber sie sind jetzt da, es geht gleich los. Ja, wie immer hat der gegnerische Trainer das erste Wort zu diesem heutigen Spiel und deswegen übergebe ich jetzt mal das Mikrofon. Danke. Dankeschön. Ja, zunächst einmal ist es für mich als Trainer schwierig hier zu stehen, das Spiel so zu analysieren, dass es ja für euch auch schmackhaft ist, denn es ist für mich immer noch unglaublich und ich kann es immer noch nicht fassen, dass man solch ein Spiel verliert. Ich denke mal, wir haben uns diese Niederlage nicht verdient. Das ist das Erste. Also, ich gratuliere Arminia vom ganzen Herzen und das ist ein Traditionsverein und Arminia muss in der Oberliga bleiben, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, ja, wenn wir das Spiel mal durchgehen und wir sind ehrlich zueinander, dann kann man einfach sagen, Arminia schießt einmal aufs Tor in der ersten Halbzeit und der Ball ist drin. Aber wer nicht aufs Tor schießt, kann auch kein Tor schießen. Und wer dann, so wie wir, zwei, drei richtig gute Chancen haben und machen die nicht rein, dann müssen wir uns an der eigenen Nase fassen. So ist Fußball und dann brauchen wir uns nichts vorzuwerfen, denn es ist Fakt, es war einfach so. Und in der zweiten Halbzeit war es klar, wir müssen irgendwann öffnen und dann spielen wir Arminia in die Karten. Denn Arminia hatte aus dem Spiel heraus nicht eine Torschance, sondern nur über die langen Bälle, über die Chips, über die Abwehr und bei Kontermöglichkeiten, wo wir dann quasi alles auf eine Karte gesetzt haben. Und dass sie die dann nicht genutzt haben, das liegt natürlich auch, muss man auch sagen, an der Qualität der Spieler. Sonst sind die Dinger drin, wenn ich nur an das eine Ding denke, wo er alleine auf den Torwart geht und will den heben und schießt den Torwart an. Das wäre dann schon die Vorentscheidung. Nichtsdestotrotz, es ist so, dass sich dann bei uns ja genau das widerspiegelt, was schon die ganze Saison passiert, nämlich wir sind vorne torungefährlich und wir machen einfach kein Tor. Und wir hatten ja die Möglichkeiten, wir haben ja dann gedrückt und die Dinger sind ja dann auch einen halben Meter oder ein paar Zentimeter am Tor vorbeigegangen, aber es reicht halt nicht. Insofern, das ist meine Zusammenfassung und nochmal Gratulation. Und ja, ich weiß ja nicht, meine Wenigkeit wird man nicht kennen. Vielleicht wird man unseren Sohn kennen, der war hier mal vor 5, 6 Jahren Trainer oder Co-Trainer unter Murat, ne? Und der hat mir viel vom Traditionsverein erzählt. Insofern, ja, ich kenne Arminia auch, Jochen Brandes, die Ältesten, mein Mitspieler bei der Ü50, Ü60, nur mal am Rande erwähnt. Also ein Traditionsverein, der muss weiter in der Oberliga bleiben. Am besten ist, der spielt Regionalliga oder wie früher zweite Bundesliga. Aber das wäre zu weit gefasst. Also, hallo, noch, wir sind noch nicht am Ende. Also, sehr faire Worte von dem Trainer von FT Braunschweig, das kann man wirklich sagen. Und bevor ich jetzt das Mikrofon an unseren Trainer gebe, möchte ich noch mal kurz was einschieben. Aus meiner Sicht, gegen Lupo Martini Wolfsburg super gespielt, verloren. Heute zweite Halbzeit, naja, ich sage dazu gar nichts und gewonnen. Wie geht's weiter jetzt? So, damit ist alles gesagt, würde ich sagen. Ja, gut. Ich finde, das ganze Spiel hatte so einen Verlauf wie die Vorbereitung auf die Pressekonferenz, ein bisschen chaotisch. Während ich draußen Willi gesucht habe, stand Willi schon längst hier und hat auf mich gewartet. Also wir waren heute alle nicht so hundertprozentig auf der Höhe, das schon mal vorweg. Wir sind wahnsinnig glücklich über die 3 Punkte, die wir geholt haben. Ich versuche mal so sachlich wie möglich zu analysieren. Die ersten 2 Chancen gehen an Braunschweig. Wenn es da klingelt, sieht es düster aus für uns. Da stehen wir eigentlich nicht eng genug am Mann, gerade bei den Standards. Das war aber auch eine Schwäche gegen HSC. Ich weiß nicht warum. Bis dato ging das. Also müssen wir daran wieder arbeiten.
So, dann haben wir das Spiel immer besser in den Griff bekommen. Aber so richtig angefangen zu kämpfen haben wir, nachdem wir das 1-0 geschossen haben. Und dann waren wir erst richtig im Spiel. Und dann haben wir gekämpft, dann wurde es nicklig, das gehört dazu. Das ist Abstiegskampf. Und dann sind wir halt eben mit diesem 1-0 in die Kabine gegangen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ein Schuss, ein Treffer. Eine gute Effektivität, würde ich sagen. Zweite Halbzeit, und das kann ich ganz klar sagen, auch wenn von der Haupttribüne immer gerufen wird, da vorne steht das Tor, da vorne steht das Tor. Es ist Abstiegskampf pur. Abstiegsgespenst haben wir heute auch das allererste Mal selbst spüren müssen und gespürt. Nach der Niederlage beim HSC wollte keiner einen Fehler machen, aber genau das Gegenteil war der Fall. Wir haben Fehler gemacht. Ja. Aber so ist das halt. Das sind halt eben auch nur Menschen. Ja, und die Angst geht schon rum. Oh, bloß keine Niederlage. Wir brauchen die 3 Punkte. Und anders kann ich es mir nicht erklären, warum wir die zahlreichen Konterchancen, die wir im Spiel hatten, und übrigens so hohe Chipbälle sind aus dem Spiel heraus, also es ist ja kein Standard, ist auch aus dem Spiel heraus, das war Teil des Plans, weil wir schon in der ersten Halbzeit gemerkt haben, dass die Kette von Braunschweig sehr hoch stand, so sehr hoch, und wir haben gesehen, okay, auf dem Platz, viele Bälle sind versprungen, also warum ziehen wir den Gegner nicht auf eine Seite, locken ihn, chippen den Ball drüber, die schnellen Außenleute laufen rein. Das ist uns in der ersten Halbzeit gar nicht gelungen. Zweite Halbzeit schon viel mehr. Ich weiß, ist nicht attraktiv, ist aber effektiv. Und infolgedessen haben wir genügend Chancen gehabt. Aber das lag nicht an der Qualität der Spieler. Die können es eigentlich besser. Lüneburg kann da ein Lied von singen. Aber wir waren einfach nervös. So, ne? Wir waren nervös. Und je mehr es nur 0 oder 1-0 steht und je mehr der Gegner aufkommt, ja, desto nervöser wirst du einfach. Was ich der Mannschaft aber gesagt habe, und darum geht es, dann die Leidenschaft, dann die Mentalität zu zeigen, dann zu sagen, okay, wir halten die 0, wir verteidigen vielbeinig, ist nicht schön, ist nicht attraktiv, ist am Ende erfolgreich, wir wollen die Liga halten. Und ich hoffe, dass wir die Fans auch wieder mit besserem Fußball versorgen und verwöhnen können, so wie sie es auch verdient haben. Ja, das sind die Fans, die uns bis zum Geht nicht mehr angefeuert haben und noch bejubelt haben gegen HSC, obwohl wir da verloren haben. Und deswegen habt ihr auch ein besseres Spiel verdient. Aber wir haben gewonnen, Leute. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir haben gewonnen, wir haben 3 Punkte und das feiern wir jetzt einfach. Und nächste Woche wird wieder neu abgerechnet. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an beide Trainer und alles Gute für beide Mannschaften. Und ja, wie gesagt, es gab mal ein Lied, das hieß, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Da kann man auch singen, das Fußball ist ein seltsames Spiel. Dankeschön.